Wir Feuer sollen uns hier erstmal durch. So, gut, man weiß wieder nicht, was er machen soll. Ist egal. Das wäre so schön, wenn die Eiszauber funktionieren würden, ja? Auf einem Wüstenplaneten, Eiszauber, das ist auch richtig cool. Ich muss mal eine super Eisdiele aufmachen. Gut, nächste Runde. Ja, das Blöde ist halt, dass man hier nicht speichern kann, ne? Das heißt, ich denke mal, so weit bis zum Oberboss wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr sein. So, wir sind jetzt aber erstmal schön geschwächt von den ganzen Mohawk-Drachen, die da vorne waren. Vor allen Dingen die drei, die wir gar nicht hätten kaputt machen müssen, aber na gut. Zum Glück können die jetzt nicht abwehren, ja, oder auf jeden Fall nicht sehr erfolgreich. Da haut sogar die Sabine rein. Und die nehmen ja schon eigentlich schon mal ganz gut Schaden, so ist es ja nicht. Aber die zaubern auch ein komisches Zeug. Da drauf bitte. Ach Moment. Nee, du machst mal schön so eine Feuersäule. Was mache ich denn hier? Immer nur zwei. Ja, so 200 haben die schon, ne? Eins macht man. Wie kann er eins machen? Drei. Dicke Panzerhaut oder was? Ja, 10, das macht mir jetzt nichts. So, direkt nächste hinterher. Okay. Ja, ich glaube, die haben eher 300, weil Egil und Grübern, die hauen ja schon die ganze Zeit ordentlich drauf. Ah, komm. Da ist der links unten weg, oder? Ich denke schon. Nein! Dann können die doch schon ordentlich was ab. Vergiften wollte er uns. Ui. Was denn für ein Typ hier? Ja, komm, das nächste Feuersäule, ist mir doch egal. Ja, eigentlich müssen wir jetzt wieder raus, ne? Wir haben jetzt kaum Spruchpunkte. Aber das geht natürlich jetzt nicht. Dann müsste ich wieder durch die Spitzen dadurch und das war keine gute Erfahrung. Auch Sabine hat einen Morag da, ne? 19 schon. Steinschlag hier, Mister, ist mir doch egal, komm. Wir kommen dir mal ein bisschen entgegen. Dann geht das auch besser hier. Auf geht's. Der kann ja nichts mehr haben. Habe ich gedacht, ja, habe ich gedacht. Die haben ihn jetzt mal eben wieder über 100 abgezogen, ne? Und der steht immer noch. Und der hat schon 4 Feuerzauber abgekriegt. Dann müssen die über 300 haben. Ich könnte ja mal gucken, ne? Oder auch nicht, okay. Gibt immer viele Erfahrungspunkte, 720 und verdammt viel Gold, aber wir können es nicht mehr tragen. Ah, sehr gut, Sabine ist abgelevelt. Ist das nicht eine schöne Musik? Wunderschön. Ja, das Gold, das muss ich hier lassen. Was soll ich tun? Das geht nicht anders. Hm. Tja. Also wenn jetzt der Oberboss kommt, dann muss ich mit
Bruchfiolen arbeiten. So, nächste Tür mit Schloss oder naja, Tür. Das sieht schon schwer nach Oberboss aus da hinten. Gut, dann müssen wir Nelvin eine Spruchpunkte 5 geben. Die darf er sich mal wegschmatzen. Ist leider nicht Obelix, denn den Spruch 4 und Danke vor. Tank ist gut. Wie? Moment. Ich hoffe doch, ich krieg's so auf. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich denn hier rein? Hä? Kristallseiten? Nee. Wasserflasche. Kieres-Schlüssel. Oder brauche ich dann. Oder brauche ich einen Schlüssel jeweils dann dafür? Ferrins-Schlüssel? Minenschlüssel? Trennen, Scheiben, Mondamulett. Thronschlüssel. Ich habe alles Mögliche, ne? Aber nicht den Schlüssel hierfür. Antiker Gegenstand? Nein, nein. Tja, mit dem Dietrich geht's nicht auf, ne? Das ist jetzt aber doof. Gibt's denn irgendwo einen Schlüssel hier? Also kann ich mir ja nicht vorstellen, ne? Ah. Tja. Hätte ich erst echt bei dem ersten vielleicht anfangen müssen? Wo war denn diese Mora-Karte? Na. Hä? Muss sie denn jetzt? Bin ich jetzt blind geworden? Muss ich einfach übersehen haben jetzt, ne? Da, meine ich. Ich habe keinen Schlüssel für gar nichts. Ja, aber wenn ich gar keinen Schlüssel habe, dann will ich ja wahrscheinlich auch in das erste nicht reinkommen, oder? Regeneration. Ach ne, Regenbogenstein, ich wollte gerade sagen. Ach hier, Palast S-Orel und ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot, nein. Wir sind nämlich im S-Trock. Shit. Das heißt, wir kommen da gar nicht hin. Oh, ist das blöde. Wir müssen echt das erste erst machen. Das tut mir echt leid. Och Mann. Ich meine, klar, wir müssen es sowieso machen, ne? Aber finde ich jetzt gerade echt uncool. Weil ich muss jetzt durch diese Spitzen wieder durch. Sonst wäre mir das, glaube ich, auch relativ egal. Okay. Ja, natürlich. Natürlich Sabine. Selbstverständlich Sabine. Wer auch sonst. Waren da nicht irgendwelche Illusionen hier? Hier, wunderbar. Trägt einmal durch beim ersten Versuch. Richtung Süden, dann stehen wir sogar schon richtig. Boah, das ärgert mich jetzt. Das ist so unsinnig eigentlich. Egal, okay. Egal, Karl. So. Wo haben wir die Karte? Wer hat die Karte? Ich muss mir das merken. Egil hat die Karte. S-Orel 33179. Wir werden trotzdem angegriffen von dem Mora-Drachen? Ernsthaft? Mitten in der Nacht? Okay. Na gut, wenn es nur einer ist, den sollten wir ja so eigentlich ganz gut wegkriegen. Und alle konzentriert jetzt draufhauen. Ach, wo kommt der denn her jetzt? Hm.
als hier einfach so durch die Wüste oder was? Ja, weiter. Einfach immer da hoch. Wobei mich echt schon mal interessieren würde, wie viel die haben. Ja, weil die haut schon gut drauf, aber ich würde es gerne wissen. Ah, Sabine 18. Ich schau mal. Bin also nicht versaut. Ist das die Sonne im Hintergrund? Oder wahrscheinlich der Mond jetzt, ne? Ja, natürlich. Kann er nicht. Na toll. Und schon ist er weg. Und Melvin, sehr schön. Ein höher. Sehr gut. Cool. Gut, dann speichere ich mal lieber, ne? Okay. So, und schon habe ich wieder vergessen, wohin müssen. 33,179. Ganz weit in den Süden. So. Eigentlich nur noch in Richtung Süden. Das könnte schon sein. Das ist aber ein bisschen groß hier. Das ist, nee, das ist die Stadt. Das ist doch die Stadt. Also wenn das ein Palast ist, das wäre krass. Ach, komm schon. Blöde Sandechse jetzt hier. Können hier nicht in Ruhe schlafen hier oder was? Ich meine, es ist einfach nur südlicher, ne? Also 33 passt ja da jetzt so in etwa, aber was war das andere? 189 oder was? Das passt noch nicht. Mit deinem Wirbelsturm da. Ist doch bestimmt wie auf dem Mars, der hat doch. Wir haben doch bestimmt eine ganz, ganz geringe Atmosphäre und so ein Wirbelsturm würde überhaupt nichts machen. Ja, Wirbel, nee, Tornado. Auf dem Mars tatsächlich so. Tja, ja, haut mal drauf. Da kannst du dich in Tornado stellen und nichts passiert. Weil einfach die Dichte der Atmosphäre so gering ist. Man, das ist wenig Masse, die dann um dich rumwirbelt. Das war so das einzige wissenschaftliche, sag ich mal, was mir jetzt so aufgefallen wäre, was bei dem Film der Marsianer nicht so gepasst hat. Sonst war der relativ gut. Fand ich, meine ich. Also ich habe nur einmal gesehen, aber ich meine, der war sonst ganz gut. Also es ist mir direkt aufgefallen. Und diese blöde Echse da, mach die mal kaputt. Sehr gut. So, ich muss noch mal schauen. 179, okay. Da muss ich noch ein bisschen... Das gibt es nicht. Das ist doch die gleiche Echse. Sieht man jetzt auch irgendwo im Boden oder was? Das ist doch Mist. Andersrum könnte man so natürlich enorm aufleveln. Aber so die Probleme haben wir ja eigentlich nicht mehr mit den Gegnern. Also aufleveln müssen wir eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht für die gängigen jetzt hier. Ja, gerade auch diese ja doch, ich meine, wir haben eigentlich mehr Probleme mit den gängigen als mit diesen Endgegnern, ne? Da kommt dann so ein Typ, da kriegt er dreimal auf die Nuss und dann ist er weg. Jetzt bist du jetzt meistens so gewesen. Das sind ja tatsächlich dann die Standardgegner, weil die halt in Masse dann immer vorkommen, sind die eigentlich schon gefährlich, ja? Na gut, aber Erfahrungspunkte kann man immer gebrauchen. Weil
weiß jetzt auch nicht mehr wirklich, was jetzt hier auf den Planeten so noch kommt, weil da kann ich mich fast gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe ein paar Mal angefangen und dann habe ich es nicht zu Ende gespielt. Ne? Das heißt, da, also hier war ich jetzt noch gar nicht so oft. Also ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Das ist irgendwie seltsam. Kann man das Spiel schaffen, ohne auf diesem Planeten gewesen zu sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Man werden ja auch wieder zurückfliegen können. Insider! Sehr gut! Also aufleveln können wir hier. So, jetzt gehe ich nach rechts. Und jetzt nach unten. Ich soll mir jetzt diese blöden Echsen hier bloß in Ruhe lassen. So, 33, 179 oder sowas. Da! Da ist er! Es Aurel. Das ist ein schön kleiner. Das mag ich hier. Kleiner Palast. Vielleicht nur wenige Gegner, man weiß es nicht. Wir schauen mal. Ach, guck mal, da ist doch direkt so ein Typ. Nee, das ist eine magische Wache, ne? Ich weine ins Kissen. Bitte nicht. So, was ist jetzt? Hier geht es aber noch irgendwo lang, ne? Ja, das ist geil. Das mag ich. Das. Was soll denn das hier mit diesen Spikes im Boden? Das macht doch keinen Spaß. Hat das den Programmierern niemand gesagt, dass es keinen Spaß macht? Wo sind die denn? Da. Kommen die nur hoch, wenn man sich nähert? So. Das ist die Tür. Wahrscheinlich zum gleichen Raum, ne? Ich würde es mir vorstellen. Da ist doch auch. Das, ist das nicht derselbe Raum? So, und jetzt müsste ich doch den S-Aurel-Schlüssel hier benutzen können. Wer auch immer den gerade wieder hat. Da. Egil. Egil im Versteck. Ihr wollt kämpfen? Nein, möchte ich nicht. Boah, magische Wachen. Kann ich mit denen irgendwas machen? Opfer auflösen? Oder? Ich hab's vergessen. Versteinern alle wahrscheinlich nicht, ne? Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Was soll ich machen? Also, nee, klar. Die haben den kritischen Treffer der Hölle. Abgewehrt. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob der jetzt funktioniert hätte. Haben abgewehrt. Aber bei den magischen Wachen, dann weißt du direkt, was er gemacht hat. Nichts Gutes. Die sind komplett overpowered. Ich will das trotzdem mit dem Maus probieren. Ja, keine Ahnung, ist eigentlich egal, wo ich hier drauf haue. Ich meine, die kriegen auch ordentlich auf die Mütze, aber wenn die mal zurückschlagen, dann haben wir echt ein Problem. Ist immun dagegen, okay. Also Lehm geht schon mal nicht. Kann man die nicht anders kaputt machen? Thema Versteinern und sowas wird ja auch nicht funktionieren. Ja, die auch noch mehrmals drauf. Ne? Kritischer Treffer, natürlich sofort ein kritischer Treffer. Und noch ein kritischer Treffer, natürlich, easy. So, ich muss jetzt ausprobieren, ob ich irgendwas gegen die machen kann. Furcht wahrscheinlich nicht, Schlaf auch nicht. Wir sind mit Versteinern, kann ich die versteinern? Das wäre doch schön. Ich glaube, dann lade ich gleich mal. Das geht ja so.
ich habe keine. Er ist immun gegen alles. Ah. Ja, dann muss ich wirklich mit der Feuersäule die ganze Zeit draufhauen. Ja, dann lade ich jetzt auch neu. Das macht, glaube ich, so keinen Sinn. Wo ich den gespeichert? Hier? Hm. Naja, nahezu, ne? Oh, ist das ein Elend. Ich weiß es gerade echt nicht mehr hier. Nee. Ich sollte mir merken, wo ich speichere. Das wäre irgendwie besser. Das hier. Ich will schon wieder... Nein, und ich drücke OK. Wieso drücke ich auf OK? Hier? Ne, Estrock ist das. Ist das auch eine magische Wache? Ne, das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Okay.